Hey ho, was geht? Mein Name ist Erik und herzlich willkommen zu einem kleinen, ich nenne es jetzt mal Mini-Let's Play, weil ich mir noch nicht sicher bin, ob das wirklich ein Let's Play wird oder auch nicht. Wir spielen Alan Wake. Ja, ich weiß eigentlich gar nicht, was ich dazu sagen soll. Ich habe es einfach mal gekauft bei Steam und wollte mal gucken, wie das so ist. Und wenn ich mir jetzt frage, Spiel fortsetzen, hast du etwa schon gespielt? Ja, aber nur um zu gucken, wie es ist. Also ich habe die ersten 10 Minuten nur so gespielt. Und ja, ich denke mal, das Mini-Let's Play wird... Boah, Schwierigkeit leicht. Ja, ich bin ziemlich ein Noob, oder? Oh mein Gott, was machen wir? Nee, komm, nochmal. Nochmal passt. Jetzt habe ich mir vergessen, was ich sagen wollte. Hammer geil. Stephen King schrieb einmal, Albträume existieren außerhalb der Logik. Es bringt wenig, sie erklären zu wollen. Sie sind die Antithese der Poesie der Angst. In Horrorgeschichten fragt das Opfer ständig nach dem Warum. Aber es gibt keine Erklärung und es sollte auch keine geben. Das ungelöste Geheimnis verfolgt uns am längsten und ist das, woran wir uns schließlich erinnern. Mein Name ist Alan Wake. Ich bin Schriftsteller. Hallo Alan. Ich hatte schon immer eine rege Fantasie. Aber dieser Traum hat mich aus der Bahn geworfen. Er war wild und düster und sogar für mich ziemlich verrückt. Ja, es begann mit einem Traum. Für einen Albtraum typisch war ich zu spät dran und musste dringend mein Ziel erreichen, einen Leuchtturm. Es gab wichtige Gründe, an die ich mich nicht erinnere. Um dorthin zu kommen, fuhr ich auf der Küstenstraße zu schnell. Damn. Ich hatte den Anhalter zu spät gesehen. Boah, fick die Bitch. Aua. Das sah nicht gut aus. Er war tot. Ich war überzeugt, dass ich im Gefängnis landen und Alice nie wiedersehen würde. Oh. Oh lolol. Oh, ich habe jetzt schon eine Gänsehaut. Oh mein Gott. Plötzlich war seine Leiche weg. Folge 1. Albtraum. Ich stand noch unter Schock und konnte mich kaum auf den Beinen halten. So, jetzt können wir spielen. Nein, das ist schon ganz in Ordnung. Okay. Boah, ohne Spaß, weil ich habe jetzt schon die Gänsehaut. Wow. Eigentlich kann ich das mit so einem Spielen gar nicht richtig spielen, weil ich einfach viel zu viel Schiss davor habe. Aber ich werde es jetzt einfach mal probieren. Ja, wie ihr gesehen habt, das ist ein... Naja, jetzt mal... Ja, ich weiß nicht, was man dazu sagen kann. Also es ist halt ein Spiel... Ich musste zum Leuchtturm. Etwas Wichtiges wartete dort auf mich. Zum Leuchtturm gehen, ohne Spaß. Die Mausinfiltrierung ist immer übers Extrem. Stell ich mal kurz meine Maus runter. Nein, das war hoch. Ja, so ist schon ein bisschen besser. Oder? Ja, auf jeden Fall. So. Die Brücke war eingestürzt. Ich musste einen anderen Weg zum Leuchtturm finden. Oh. Aber wir haben noch was gefunden. Das ist natürlich geil. Ja. Was ich jetzt sagen wollte. Aua. Jetzt habe ich mich gestoßen. Ich weiß, um ehrlich zu sein, gar nicht, worum es in dem Spiel geht. Ich habe es einfach gekauft, weil ich dafür halt... Nee, warte mal, weil ich halt ziemlich gute Sachen über das Spiel gehört habe. Ja, und ich wollte es einfach mal ausprobieren. Und das mache ich jetzt auch. Und wir werden sehen, ob es ein Let's Play wird oder nicht. Wer ist er hier? Und Spaß. Ich mache mir jetzt gerade schon voll in die Hosen, war. Geht gar nicht klar. Oh. Oh lol. Was macht der denn da? Das ist nicht geil. Ah, Mama! Sie erkennen mich gar nicht, oder Schreiberling? Ah, halt sie sich für Gott! Hilfe! Laufen, laufen, laufen! Ich glaube, der will nicht mit uns spielen. Springen! Springen! Ah, Mama! Sie haben den Termin verpasst! Wie können wir Angriffen ausweichen?
Und was? Und... Aua! Die können mich nicht aufhalten! What the fuck? Was ist denn jetzt los? Willst du mich verarschen? Ich drück doch hier. Umschalt. Hallo, willst du mich verarschen? Alter. Das war ein... Ich erkannte, dass er eine Figur aus der Geschichte war, an der ich gearbeitet hatte. Ja, das war auf jeden Fall gerade ausgewichen, also das habt ihr gesehen, ja? Er hat mich nicht erwischt oder so. Nein, no sir. Boah. Wie fühlt es sich an, durch die eigene Schöpfung umzukommen? Boah, Junge. Ach, du Hacker. Ich würde mal sagen, wir machen jetzt hier einen auf Sprinter Johnny und hauen hier ein bisschen ab und es ist mega laut, oh mein Gott. ja, wir stellen es mal ein bisschen leiser. Musik, Effektlautstärke runter, Sprachlautstärke lasse ich mal so und Filmsequenzen so. Brauche ich das jetzt ein bisschen besser? Naja, nicht viel besser, aber das passt schon. Laufen, rennen, rennen, rennen. Rennen, rennen. Wo geht's lang? Da. Nein, nicht will Licht weggehen. Oh. Lauf doch. Oh, Spaß, ich hab einen Linksdrall. Warum kann ich nicht mehr rennen? Ja, ist doch alles safe, da ist doch nichts. Oh. Okay, doch nicht so safe, wie ich gedacht habe. Nee. Okay, ich geh rein. Ich bring mich in Sicherheit. Du schaffst es schon. Oh nee. Oh. Goddammit. Nicht unheimlich. Ich saß fest. Es gab kein Entkommen. Ich will den Kühlschrank. Augen. Sterben Sie. Ich hab Angst. Und Spaß, die Musik macht mich grad. Die Hütte war eine Todesfalle. Ich musste raus. Ja, wo raus denn? Nicht unheimlich. Ich will in den Kühlschrank. Lass mich in den Kühlschrank, da bin ich sicher. Aua. Hey. Dem Licht nach. Dem Licht nach? Okay. Dann gehen wir mal im Licht nach. Sie sind verletzt. Sie sollten ins Licht gehen. Okay. Nur dort sind sie sicher. Wir gehen ins Licht. Begeben Sie sich in Sicherheit. Huh. Licht ist gut. Habe ich so ein Gefühl. Ja, Licht ist... Gut, Licht ist aus. Ich muss Ihnen etwas Wichtiges erzählen. Es lautet so. Denn er wusste nicht, dass unter dem See, den er Heimat nannte... Ein tieferer, dunklerer Ozean liegt grün, wo die Wellen wilder und doch ruhiger wegen. Seine Häfen habe ich gesehen. Seine Häfen habe ich gesehen. Verstehen Sie? Nein. Zum Licht. Gut, dann geht's ihm jedenfalls genauso wie mir. Ich hab's nämlich auch nicht verstanden. Hör mal geil. Oh, ist er hier Markus all ganz machend oder was? Ich bin in Ihrem Traum, um Ihnen etwas beizubringen. Die Dunkelheit ist gefährlich. Noch schläft sie. Wenn sie spürt, dass sie kommen, wird sie erwachen. Es ist wenig Zeit. Ich kann Ihnen nur das Wichtigste zeigen. Das... Der Anhalter wird jetzt vom Dunkel kontrolliert. Man kann ihn nicht verletzen. Die Dunkelheit schützt ihn vor jeglichem Schaden. Nur Licht kann die Dunkelheit verteidigen und ihn wieder verwundbar machen. Aua! Ich schub's hin. Hier die Lampe. Richten Sie die Taschenlampe auf ihn und verhindern Sie die Dunkelheit.
Los, stopp, Kartoffel. Gut gemacht. Jetzt wird er nicht mehr von der Dunkelheit geschützt, aber sie ist noch in ihm. Sie steuert ihn. Er kann nicht gerettet werden. Er ist eine Bedrohung. Er ist ihr Feind. Hier, nehmen Sie die Waffe. Oh, jetzt können wir hier... Bam, Junge. Bam. Bam. Hilfe. Alter. Willst du mal irgendwie... Danke. Sehr gut. Vergessen Sie nicht, was Sie gelernt haben. Das ist alles. Ich gebe Ihnen jetzt Ihren Traum. Nein, lass uns nicht alleine. Okay, bis hierhin habe ich schon mal gespielt und jetzt weiß ich wirklich nicht weiter. Der Traum übernahm eine furchtbare Dunkelheit die Welt. Der Leuchtturm war der letzte sichere Ort auf Erden. Ich sehe da noch eine Lampe. Klugscheißer, Erik. Wo ist denn hier unser Freund? Ah, da ist er. Achso, wir können einfach so raufschießen. Okay, das ist natürlich auch clever und sehr praktisch. Und jetzt rennen wir mal, habe ich gehört. Ah, Mama! Geh weg! So, kommt jetzt noch einer. Ficken, 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 ficken. Batterien sitzen. Geh bitte weg. Nein! Okay, ich bin gestorben. Hammergeil. das war so geplant, nur damit ihr es wisst. Sie haben mich geschaffen und jetzt will ich sie töten. So, Junge, jetzt gibt's hart durch die Fresse. Bam, Junge, und jetzt gehen wir mal auf die Eier hier. So, jetzt warten wir hier mal so ein Quäntchen. Bevor unser. Lieber netter Nicht-Freund. Das war's da, Frank. Hallo? Und zurück mit dir. Batterien setzen. Oh, nicht gut nachladen. Schießen, schießen, schießen. Oh, oh mein Gott, Mama. Oh, nicht. Verrückt werden, Erik, nachladen. Schnell nachladen. Dunkelheit! Nee, hell! Oh, safe. Leuchtpistole nehmen. Verwenden Sie eins, um Waffen und Wurfobjekte zu wechseln. Aber ich will hier gar nicht raus, hier bin ich sicher. Oh, hier ist noch Leuchtpistolmunition. Hätten wir fast übersehen. Oh ne, ich höre sie schon wieder. Ich höre sie schon wieder. Sie sind tot, so wie ich. Ja, sie! Bam, Junge! Okay, die Leuchtpistole ist sehr effektiv, habe ich gerade festgestellt. Wir sind alle tot. Schaut so aus. Na, ich glaube, die sparen wir uns nochmal für Gegner, die fett sind. Und jetzt? Oh, da bist du runtergefallen, sagst du? Tja, Junge, da warst du scheiße. So, Licht! Damit kann ich ewig weiter. Okay. Das Licht wird auch nicht sicher. Zum Leuchtturm. Schneller. Hilfe. Wow. Wow, Leute, bleiben wir ruhig. Wir bleiben ganz ruhig. Ah! Hilfe, Hilfe, Hilfe. Laufen, laufen, laufen. Hinter mir ist er. Ich sehe. Oh, ich habe einen Schatten gesehen. Laufe. Schneller. Bitte, bitte, bitte. Ich will nicht sterben. Ah, kommt er. Nicht daran rennen. Lauf doch. Laufen. Schneller. Habe ich geschafft?